Guten Abend, meine Damen und Herren. Keine Angst, bei uns geht es nun nicht auch noch um Fußball. Wir beschäftigen uns zwar mit runden Dingen, aber anderer Dimension, mit der Erde und den Planeten. Es geht um neue Trends der Weltraumfahrt und da hat sich ja in den letzten Monaten viel getan. Vorgestern sollte zum Beispiel die D2-Mission starten, aber diese Bilder kennen Sie alle. 3 Sekunden vor dem Liftoff wurde der Start abgebrochen. Die Triebwerke wurden mit Wasser gekühlt von außen und die Enttäuschung bei den Astronauten war entsprechend groß. Bei dieser Mission wird von der wissenschaftlichen Seite nicht allzu viel erwartet. Es kommt zu dem altbekannten Streit, ob denn noch bemannte Raumfahrt überhaupt sinnvoll ist. Die D2-Mission wurde überdies vor mehr als 10 Jahren geplant und viele halten das ja für eine Sackgasse. Der Space Shuttle ist ja ein Transportsystem, eigentlich nicht zum Experimentieren im Weltraum so ohne weiteres geeignet. Und auch die wirtschaftliche Komponente, die hat sich verändert in der Betrachtung. Vor Jahren noch behauptete man euphorisch, dass durch diese Wiederverwendbarkeit viele Kosten gespart werden könnten. Heute sieht man, dass es nicht so ist. Wir zeigen Ihnen mal einige Beispiele aus dieser Entwicklung dieses Raumfahrtprogramms. 3, 2, 1, 0, and liftoff! Anfänglich war man begeistert, mit dem Space Shuttle endlich eine Möglichkeit zu haben, Experimente in der Schwerelosigkeit machen zu können. Und durch den Einsatz des Europäischen Weltraumlabors 1983 hoffte man, endgültig den Durchbruch geschafft zu haben. Denn nun wollte man regelmäßig in einem gut ausgerüsteten Labor experimentieren. Die kommerzielle Nutzung der Schwerelosigkeit wurde propagiert. Aber auch in der Grundlagenforschung fanden sich Experimente, die sich im Weltraum ausführen ließen. Wie zum Beispiel das Verhalten von Flüssigkeiten in einer Kammer und die schwerere, oben getrennt durch einen Schieber, die leichtere. Öffnet man den Schieber auf der Erde, bleibt die Grenzschicht zwischen den beiden Flüssigkeiten ziemlich stabil. Es entwickeln sich nur langsam Turbulenzen. Wiederholt man das Experiment in der Schwerelosigkeit, entstehen sofort heftige Turbulenzen, die Grenzschicht verliert ihre Lage. Ein Beispiel dafür, was Wissenschaftler im Weltraum interessiert. In der Schwerelosigkeit wachsen, so die Überlegung, auch große Kristalle ungestört heran. Diese Kristalle wären in der Halbleitertechnik wichtig. Und auch Biologen wollten den Aufbau zum Beispiel von Proteinen ohne die Einwirkung der Schwerkraft erforschen. Auf allen Gebieten erwartete man, neue, exotische Stoffe, Legierungen oder Medikamente produzieren zu können. Heute ist man nach den ersten Erfahrungen zurückhaltender. Überdies meinen Kritiker, dass der kommerzielle Nutzen in absehbarer Zeit nicht zu erwarten sei. Prinzipiell kann man zwar mit dem Shuttle Schwerelosigkeit erreichen, aber in der Praxis gibt es Einschränkungen. So wird der Zustand der Schwerelosigkeit von Erschütterungen gestört, die die Aktivitäten der Mannschaft auslösen. Durch das Zünden der Triebwerke zur Bahnkorrektur erhalten die Astronauten sowie alle Gegenstände im Shuttle einen Stoß. Solche Beschleunigungen unterbrechen die Schwerelosigkeit kurzzeitig. Man sucht Abhilfe. Ein Beispiel: Die Erschütterungen durch das Training der Astronauten übertragen sich auf das Shuttle. Es wachsen, oben rechts, unregelmäßige Kristalle. Durch Dämpfer am Rad, rot dargestellt, werden die Erschütterungen abgefangen und nicht mehr übertragen. Regelmäßige Kristalle entstehen. Mit solchen Maßnahmen lassen sich Störungen der Schwerelosigkeit teilweise vermeiden. Und man hat noch andere Möglichkeiten, den störenden Einfluss der Mannschaft auf die Experimente auszuschalten. Der Shuttle transportiert Plattformen mit den Experimenten in den Orbit, wie hier die europäische Eureka, und setzt sie aus. 15 Versuchseinrichtungen sind eingebaut, mit denen über 50 Experimente von der Bodenstation aus ferngesteuert durchgeführt werden sollen. Diese freifliegende Plattform Eureka wird voraussichtlich im Juni 1993 mithilfe des Shuttle wieder eingeholt und zur Erde zurückgebracht.
Eine weitaus kostengünstigere Möglichkeit, in Schwerelosigkeit zu experimentieren, liefert der neue Fallturm in Bremen. Im Innern des 145 Meter hohen Betonturms, geschützt vor Winden, befindet sich das eigentliche Fallrohr. Es steht schwankungsfrei, während der Betonturm sichtbar um das rote Fallrohr schwingt. Ein Blick in die Tiefe. 110 Meter misst die Fallhöhe. Eine Videokamera demonstriert den freien Fall im Rohr. Raffiniert einfach wird der Fall abgebremst. Schaumstoffkugeln garantieren eine sanfte Landung. Mehrere Versuche lassen sich pro Tag durchführen. 4,7 Sekunden dauert die Schwerelosigkeit. Hier untersucht man die magnetischen Eigenschaften des schwebenden Pulvers, eine Möglichkeit, für die man die Raumfahrt nicht benötigt. In der exotischen Welt der Schwerelosigkeit machen sich auch einfache Gegenstände oft verwirrend selbstständig. Und deshalb verlaufen hier Leben und Arbeit ganz anders als auf der Erde. Die Weltraumorganisationen sehen sich immer mehr in die Rolle gedrängt, beim Publikum für die Eroberung des Weltraums Interesse und Sympathie wecken zu müssen, um ihre von Steuergeldern bezahlten Unternehmungen aus der Kritik zu nehmen. Witz und angewandte Physik in der Schwerelosigkeit, glauben Sie, können da helfen. Es wird immer schwieriger, Geld für die bemannte Raumfahrt aufzutreiben. Es gibt noch keine überzeugende kommerzielle Nutzung und folglich auch kein Interesse der Industrie. Und überall sind heute die Staatskassen leer. Keine rosigen Aussichten für die bemannte Raumfahrt. Noch vor 3 Jahren war das anders. Da gab es zwischen Ost und West das Wettrennen um das Prestige. Da waren die Militärs brennend an der Eroberung des Weltraums interessiert. Da spielte Geld keine Rolle. Den Menschen im Weltraum am Leben zu erhalten, erfordert einen großen technischen Aufwand. Deshalb ist die bemannte Raumfahrt auch so teuer. Man muss dazu vor allem medizinische Experimente durchführen. Man untersucht deshalb, wie der Mensch sich im Raum bei Schwerelosigkeit orientiert, wie er feststellt, was oben und unten ist, warum der Kreislauf Änderungen unterliegt und weshalb die meisten Astronauten seekrank bzw. raumkrank werden. Aber auch biologische Experimente waren von Anfang an wichtig, um herauszufinden, welchen Einfluss Schwerelosigkeit und kosmische Strahlung auf Wachstum und Entwicklung von Lebewesen haben. Langzeitversuche sind dafür nötig. Diese Kaulquappen scheinen sich in der Schwerelosigkeit noch nicht zurechtzufinden. Eine Shuttle-Mission von 8 bis 9 Tagen ist für solche Experimente eigentlich zu kurz. Dazu kommen noch die großen Abstände zwischen den Flügen. Weitere Nachteile des heutigen Shuttle, die Kritiker anführen. Und damit zeigt sich die ursprüngliche Bestimmung der Raumfähre sehr deutlich, nämlich als Transporter. Ein Raumlabor in der Fähre unterzubringen und dort Experimente durchzuführen, das ist mehr oder weniger eine Verlegenheitslösung.
Und mit der Raumfähre wollte man ja eine andere Vision der Weltraumfahrer erfüllen, nämlich den Aufbau einer Raumstation. Hier sollte nun wirklich die Industrialisierung des Weltraums stattfinden. Neue Materialien sollten hergestellt werden. Man träumte von neuartigen Medikamenten, aber inzwischen ist die Euphorie etwas abgeklungen. Man hat gelernt, dass nicht allein die Ausschaltung der Schwerkraft eine so große Rolle bei der Herstellung der neuen Materialien spielt. Es kommen noch andere Effekte hinzu. Und zudem konnte man auf der Erde nun viele Dinge erledigen, ohne dass man in den Weltraum gehen musste. Aber all diese Überlegungen hatte selbstverständlich Auswirkungen auf die Pläne für die Raumstation. Ursprünglich war eine große Raumstation geplant, an die auch die Europäer und Japaner eigene Labors anbauen sollten. Aber selbst in einer solchen Raumstation wird die Schwerelosigkeit noch gestört. Da sie auf einer erdnahen Bahn läuft, sind Kurskorrekturen notwendig, wenn auch nicht so häufig wie beim Shuttle. Geldmangel hat diese große Lösung schon vor Jahren platzen lassen. In den letzten Jahren sah sich die NASA durch Sparmaßnahmen gezwungen, eine kleinere Version mit internationaler Beteiligung zu planen. Mehrere Shuttle-Flüge sollten die Bauteile in den Orbit bringen. Vorgesehen war zunächst eine erste Stufe mit einem kleinen bewohnbaren Labor. Sie sollte viel später im nächsten Jahrhundert ihren Endausbau erreichen. Auch wieder unter Beteiligung von Japan und Europa. Aber auch diese Version wurde von Jahr zu Jahr heftiger kritisiert und ist inzwischen gestrichen. Dennoch werden Planungen und Vorbereitungen weiterhin auf dem Computer simuliert. Die Raumfahrer geben die Hoffnung nicht auf. Zudem werden auf vielen Shuttle-Flügen auch Montagearbeiten in der Realität geübt und Entwicklungen überprüft. Diese Erfahrungen liefern Daten, um die Planung noch effektiver zu gestalten. Zurzeit untersucht eine Kommission, ob eine noch stärker reduzierte, in kleineren Schritten ausgebaute Station in Frage kommen könnte. Aber heute ist es sogar fraglich, ob selbst eine solche Ministation realisiert werden wird. Nun, andere Nationen trieben den Aufwand der bemannten Raumfahrt nicht. Sie entwickelten die vorhandenen Raketen weiter, um überhaupt erstmal am Satellitengeschäft teilnehmen zu können. Dazu gehören die Europäer mit ihrer Ariane-Rakete und auch die Japaner. Sie wollten die Raketen so routinemäßig zur Verfügung haben, dass sie am Wettrennen um die Wetter- und Nachrichtensatelliten dabei sein konnten, während die Amerikaner ihre Kapazitäten auf die weitaus kompliziertere Technik des Space Shuttles warfen. Nun, aber dann kam auch bei diesen Nationen die Idee auf, bei der bemannten Raumfahrt dabei sein zu wollen, und damit gerieten sie in eine Sackgasse. Das ist das japanische Raumfahrtzentrum in Tanegashima im Süden des Inselstaates. Von hier aus starten die Japaner ihre Raketen. Ausgehend von amerikanischer Technik haben sie in den letzten 20 Jahren eigene Raketen entwickelt. Ebenso intensiv arbeiteten sie an der Entwicklung von eigenen Satelliten. Damit wollten sie bei den Zukunftstechnologien nationale Unabhängigkeit erreichen und auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein. Außerdem glauben sie, ohne eigene Satellitentechnik ihre Führung auf dem Weltmarkt bei der Unterhaltungselektronik und Kommunikationstechnik nicht halten zu können. Immer leistungsfähigere Satelliten sind gefragt.
Bei der großen Nachfrage nach hochentwickelten Satelliten lässt sich damit gutes Geld verdienen. Hochentwickelte Satelliten haben ein höheres Gewicht. Man braucht, um sie in die Umlaufbahn zu bringen, leistungsfähigere Raketen. August 86 war es soweit, der Start einer Rakete einer neuen Generation, bei der zwei Stufen mit flüssigem Wasserstoff und Sauerstoff angetrieben werden. Damit lassen sich Satelliten von 550 Kilogramm Gewicht auf die geostationäre Bahn transportieren. Ziel der Japaner ist jedoch die Entwicklung einer noch größeren Rakete, die 2 Tonnen auf die geostationäre Umlaufbahn bringen kann. Zurzeit wird sie getestet. Aber die Visionen der Japaner gingen noch weiter. Ein Mini-Shuttle sollte die Spitze der H-2-Rakete Mitte der 90er Jahre krönen. Außerdem dachten auch die Japaner darüber nach, die herkömmliche Raketentechnik durch ein Weltraumflugzeug zu ersetzen. Dieses Flugzeug könnte vom Boden aus mit Hilfe der Atmosphäre starten und erst in größerer Höhe auf Raketenantrieb umschalten. Aber bei der heutigen Geldknappheit sind solche Projekte in Frage gestellt oder gestrichen. Raumstationen sollten in dieser Vision angeflogen werden. Vorstellungen wie in einem Science-Fiction-Film. Aber auch das ein geplatzter Raumfahrttraum. Um wenigstens etwas davon zu retten, setzen die Japaner heute in der bemannten Raumfahrt auf internationale Zusammenarbeit. September 92 war der erste japanische Wissenschaftsastronaut Mamoru Mori mit dem amerikanischen Shuttle im Orbit. Seine Heimatgemeinde wusste dieses Ereignis zu feiern. Das Fernsehen berichtete live von der Arbeit im Kontrollzentrum in Japan und im Orbit. Bei diesem japanischen Experiment ging es um das Verhalten von Schmelzen in Schwerelosigkeit. Man nutzte die Gelegenheit, um für die Raumfahrt zu werben. In den Schulen beschäftigte man sich mit dem Shuttleflug. Und Schüler aus der 4. bis 6. Klasse der Grundschule kamen am Abend zusammen, um an einer Lektion direkt aus dem Orbit mit ihrem neuen Idol teilzunehmen. Mamoru Mori begrüßt die Schüler und erklärt, dass bei ihm gerade die Sonne aufgeht, dass er 90 Minuten um die Erde fliegt und so alle 90 Minuten einen Sonnenaufgang hat. Bevor die Stunde beginnt, gibt es die Begrüßung durch die Schüler. Mamoru Mori ist gerührt von diesem unerwarteten Gruß aus der Heimat. Auch den Europäern steht seit Anfang der 80er Jahre eine eigene Rakete zur Verfügung, die von Kourou in Französisch-Guayana startet. Mit Ariane 4 nun besitzen sie eine leistungsfähige und flexible Trägerrakete, entwickelt aus ähnlichen wie den japanischen Motiven. Die Raumfahrt der Gegenwart wird vom Satellitengeschäft bestimmt. Die Europäer hoffen auch weiterhin, im internationalen Geschäft mit dem Satellitentransport bestehen zu können. Selbst die USA gehören zu ihren Kunden. Nach dem Ausbau der Ariane-Rakete entwickeln die Europäer nun eine neue, größere Rakete, Ariane 5. Damit und dem Raumgleiter Hermes auf ihrer Spitze wollten sie unabhängig von anderen in den Weltraum fliegen. So sollte eine eigene, bemannte Raumfahrt gesichert werden.
Will man allerdings nicht ins Leere fliegen, werden die Europäer schneller als geplant auch ihre eigene Raumstation mit Ariane 5 in den Orbit bringen müssen. An diesen Projekten wurde intensiv gearbeitet und sie bestehen längst nicht mehr allein aus Computeranimationen oder bloßen Träumen. Die freifliegende Raumstation Columbus sollte nach diesen Plänen vom europäischen Raumgleiter Hermes angeflogen werden. Der geplante Minigleiter bringt zwar die Astronauten zu den Labors, kann aber nur kleine Nutzlasten transportieren. Nach der derzeitigen Konzeption soll Columbus auch als automatische, unbemannte Station dienen. Langzeitexperimente könnten so ungestört vom menschlichen Einfluss ablaufen. Aber auch hier macht wohl der Geldmangel diesen Plänen für absehbare Zeit ein Ende. Und so hat auch der Raumgleiter Hermes keine Zukunft. Das gilt umso mehr, als seine Technologie schon jetzt überholt ist. Beim Sänger-Projekt der Bundesrepublik Deutschland geht es um ein Shuttle der nächsten Generation. Es startet wie ein Flugzeug mit dem Flugkörper Horus Huckepack. In 36 Kilometer Höhe wird Horus ausgeklinkt und fliegt dann weiter in den Orbit. Auch für diese Zukunftstechnologie fehlt das Geld. Ein weiterer geplatzter Weltraumtraum. Ein Land hat genauso wie die Amerikaner von Anfang an versucht, auf allen Tasten des Raumfahrtklaviers zu spielen, und das ist die Sowjetunion. Vor allem im politischen Wettlauf mit den Amerikanern wurden alle verschiedenen Ziele anvisiert, wollten die Amerikaner zum Beispiel aus diesem Grunde auf dem Mond, versuchten es die Russen auf den Mars. Raumfahrt also nicht alleine von naturwissenschaftlich-technischen Zielen bestimmt, sondern als Teil eines politischen Kalküls. Nun, heute hat sich die Situation etwas entspannt und ironischerweise haben beide Nationen ähnliche Probleme, nämlich finanzielle Probleme, und vor allem deshalb, weil die Geldtöpfe der Militärs sich auch nicht als unerschöpflich erweisen. Heute stehen auch in Russland die Tore zur Raumfahrt für Ausländer weit offen. Noch warten in den Hallen einer der größten Raketenfabriken der Welt halbfertige Raketenteile auf ihren Zusammenbau. Hier wurden die zuverlässigsten Raketen der Welt wie am Fließband produziert. Proton zum Beispiel, die zweitstärkste Rakete der ehemaligen Sowjetunion. Bei 200 Starts gab es nur 3 Fehlschläge. Auch die Soyuz-Rakete ist seit Jahrzehnten erprobt und im Einsatz. Sie ist heute das Transportmittel zur Raumstation Mir. Zur Zeit der Sowjetunion startete fast jeden dritten Tag eine Rakete von einem der Startplätze. Wie die GUS-Staaten den für die ehemalige Sowjetunion so wichtigen Industriezweig weiterführen wollen, ist noch unklar. Die Mittel sind knapp geworden. Vielleicht hilft die Zusammenarbeit mit dem Westen aus dem Engpass. So sind denn zahlende Gäste aus dem Westen an Bord der Mir-Raumstation willkommen. Seit 15 Jahren haben die russischen Kosmonauten die Möglichkeit, in der Schwerelosigkeit zu experimentieren. Dieser japanische Gast ist übrigens der erste Fernsehjournalist im All. Auch hier demonstriert man gern exotische Effekte der Schwerelosigkeit. Ein Frosch beim Versuch, sich fortzubewegen. Vor allem aber müssen sich die Kosmonauten abstrampeln, um in Form zu bleiben für ihre ernsthafteren Arbeiten, wie Materialforschung oder Erdbeobachtung.
An Bord der Mir hätte man zwar genug Zeit für Langzeitversuche, es fehlt aber für viele Experimente die technische Ausstattung. Kosmonauten lebten und arbeiteten oft viele Monate in der Raumstation. Sie waren das Studienobjekt bei der Untersuchung der Auswirkung der Schwerelosigkeit auf den Menschen. Auch die Mir-Station steht vor dem Aus. Auch die zurzeit stärkste Rakete der Welt wurde in der Sowjetunion gebaut. Die 60 Meter hohe Energia kann 100 Tonnen Nutzlast in einen Erdorbit bringen. Fast viermal mehr als das amerikanische Space Shuttle. Das Besondere an dieser Rakete ist, dass zum ersten Mal in der Sowjetunion die Triebwerke mit flüssigem Wasser und Sauerstoff angetrieben werden. Mit ihr könnte man leicht große Teile einer Raumstation in den Orbit bringen. Eine überraschende Neuheit war auch der Raumgleiter Buran. Er wird mit der Trägerrakete Energia ins All transportiert. Man nutzt die Vorteile einer unbemannten, starken Trägerrakete für verschiedenartige Nutzlasten und nimmt den Nachteil der Wegwerfrakete in Kauf. Aber heute gibt es kaum noch eine Einsatzmöglichkeit für dieses System, für die Trägerrakete Energia und für den Gleiter Buran. Im Gegensatz zum amerikanischen Shuttle ist nur der Raumgleiter wiederverwendbar. Die Haupttriebwerke gehen mit der Rakete Energia verloren. Zerganie. 1988, der Start zum Jungfernflug. In eine Erdumlaufbahn gebracht, umkreiste zweimal die Erde und landete nach einem automatisch gesteuerten Wiedereintritt in die Atmosphäre auf einem Rollfeld in den Steppen Zentralasiens. Auch ohne Menschen, Satelliten oder Experimente an Bord, eine große technische Leistung. Seither fand sich für Buran keine richtige Verwendung. Und es ist fraglich, ob er überhaupt nochmals zum Einsatz kommt. Viele glauben heute, dass man die großen Projekte in der Raumfahrt aus finanziellen Gründen sowieso nur durch enge internationale Zusammenarbeit erreichen kann. Nun darf man dabei die russische Weltraumtechnik nicht allzu sehr überschätzen. Es ist eine rustikale Technik mit kleinen Nutzlasten und groben technischen Spezifikationen. Und auch das große Ziel der Russen, an dem sie ja gearbeitet haben, mit der Besiedlung des Weltraums zu beginnen, ist zurzeit eingefroren. Und das nicht nur aus finanziellen Gründen. Denn die bemannte Raumfahrt steht in der Diskussion. Viele halten sie für ineffektiv. Und sie glauben, dass die echten Erfolge in der Weltraumfahrt allein durch die unbemannten Sonden und Satelliten erreicht wurden. Satelliten und Raumsonden sind unbestritten der erfolgreichste Teil der Raumfahrt. Nicht nur als Wetter- oder Kommunikationssatelliten sind sie aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken, sondern auch als Forschungssatelliten, wie zum Beispiel der amerikanische UARS, der die obere Atmosphäre erkunden und überwachen soll, oder der ERS-1, der europäische Erdbeobachtungssatellit, der ständig die Erdoberfläche abtastet und präzise Bilder liefert, wie zum Beispiel vom Golf von Neapel oder den nordfriesischen Inseln. Mithilfe solcher Satelliten lässt sich jederzeit ein aktuelles Bild der Erdoberfläche gewinnen. Aber auch Fernseh- und Kommunikationssatelliten steigern noch immer die Informationsmöglichkeiten. Mit 4 Satelliten lässt sich bereits ein weltweites Kommunikationsnetz aufbauen. Immer mehr Satellitengesellschaften drängen, wie zum Beispiel Inmarsat, in dieses Geschäft.
Ursprünglich als Navigations- und Funkhilfe für Schiffe gedacht, bietet man heute weltweit mobilen Funk, Telefon und Fax für jedermann an. Kommunikation in jeder Lebenslage. Unbestritten ist auch der Erfolg der wissenschaftlichen Raumsonden. Sie dienen der Erforschung unseres Sonnensystems und des Weltalls. Der Trick zeigt die Sonde Ulysses unterwegs zur Sonne. Durch den Flug der Sonde über die Pole der Sonne erwarten die Wissenschaftler neue Erkenntnisse über das, was im Innern der für uns lebensnotwendigen Energiequelle passiert. Wir sehen von der Sonne nur die Äquatorregion und nur aus dieser Perspektive können wir ihre Aktivitäten beobachten. Mit diesen reduzierten Informationen ist es nicht möglich, die Energieproduktion der Sonne vollständig zu verstehen. So hofft man, dass mit Hilfe von Ulysses das rätselhafte Magnetfeld der Sonne entschlüsselt werden kann und dessen Wechselwirkung mit dem Sonnenwind dadurch zu verstehen ist. Auch in der Erforschung der Planeten spielen Raumsonden eine entscheidende Rolle. So ist die Sonde Galileo unterwegs zum Jupiter, zum größten Planeten unseres Sonnensystems. Galileo wurde auf einen langen Weg geschickt. Um ihr den nötigen Schwung zu geben, nutzte man die Anziehungskraft von Venus und Erde. Um Galileo zu beschleunigen, ging es zuerst um die Venus, dann zweimal um die Erde, die Galileo beim zweiten Mal in Richtung Jupiter schleuderte. Auf diesem Weg kam sie auch sehr nah an Gaspra, einem Asteroiden, vorbei. Die Computerdarstellung zeigt Gaspra im Vergleich zu Los Angeles. Die Raumsonde Galileo machte bei ihrem Vorbeiflug auch fantastische Aufnahmen von der Erde, die mithilfe des Computers zur Erdkugel montiert wurden. Ebenso lieferte sie einmalige Bilder von der Rückseite des Mondes. 1995 wird die Sonde schließlich Jupiter erreichen. Im Anflug wird eine Instrumentenkapsel ausgestoßen, die durch die verschiedenen Schichten der Jupiteratmosphäre absinkt. Während sie nach unten schwebt, misst sie Zusammensetzung, Temperatur und Druck der Jupiteratmosphäre und sendet die Messergebnisse zurück zur Galileo-Sonde, die auf einer Umlaufbahn um den Jupiter fliegt. Galileo funkt die Daten schließlich zur Erdstation. Die Sonde Mars Observer beim Start im August 1992. Mit dem Mars Observer setzen die USA die Erforschung des Mars fort. Die Rakete bringt die Sonde in den Orbit auf eine Bahn in Richtung Mars. Die Solarpaddel werden schon im Anflug entfaltet. Einige Instrumente werden in Betrieb genommen. Sobald der Mars-Observer auf eine Kreisbahn gesteuert ist, soll er mit modernem Gerät die Marsoberfläche aufnehmen und untersuchen. Es ist dies die Vorbereitung zu einer weiteren Mission in den nächsten Jahren. Satelliten können auch benutzt werden, um die Tiefe des Weltalls zu erforschen.
Bestimmte Strahlen, wie zum Beispiel Röntgenstrahlen, lassen sich nur im Orbit registrieren. So lieferte vor kurzem der deutsche Röntgensatellit ROSAT überraschende Messdaten. ROSAT registrierte im Umfeld von Galaxien eine riesige Wolke von heißem Gas. Ein so kleiner Galaxienhaufen wie dieser kann normalerweise eine solch heiße Gaswolke nicht zusammenhalten. Sie müsste in alle Richtungen ins All davonfliegen. Um dieses Gas zusammenzuhalten, braucht es eine starke Anziehungskraft, eine Gravitationsquelle. Hier kann es nur eine Ansammlung der geheimnisvollen, dunklen Materie sein, die man direkt nicht beobachten kann. Ein erster Nachweis dieser dunklen Materie also, die für die Struktur des Kosmos eine entscheidende Rolle spielt? Sie sehen, wie wichtig dieser Teil der Raumfahrt, die unbemannte Raumfahrt, für unser Verständnis über das Universum ist. Nun, Theorien, wie das nun im Weltraum wirklich funktioniert, gab es ja immer viele. Aber in der Naturwissenschaft gilt nun der Grundsatz, dass erst das Experiment, das heißt das Nachmessen vor Ort, eine Theorie bestätigt. Und das konnte mit diesen Sonden und Satelliten dann direkt im Weltall passieren. Und wie stark nun die Raumfahrt, unser Bild von der Welt, die Theorien über die Entstehung zum Beispiel des Universums beeinflusst hat, das zeigen wir Ihnen in zwei weiteren Beispielen. Mit dem Urknall entstanden der Raum und die Zeit. Und aus nur einer Teilchensorte entwickelten sich im Laufe der Ausdehnung des Universums die verschiedenen Teilchen. Als die Atomkerne Elektronen einfingen und die Atome entstanden, konnte das Licht, konnten die Photonen ungehindert das Weltall durchlaufen. Mit der Ausdehnung kühlte das Universum immer weiter ab. Die Photonen verloren immer mehr an Energie und entsprechen heute einer Strahlung, die bei rund 3 Grad über dem absoluten Nullpunkt zu registrieren ist. Von der ursprünglich energiereichen, harten Strahlung wurde also diese Hintergrundstrahlung in den energiearmen, langwelligen Mikrowellenbereich verschoben. Wenn dieses Bild von der Entstehung des Universums stimmt, müsste diese Strahlung zu messen sein. Und tatsächlich konnte man auf der Erde diese Strahlung aus allen Richtungen des Weltalls registrieren und auch die damit verbundenen, vorher berechneten 3 Grad über dem absoluten Nullpunkt in etwa bestätigen. Aber nur Messungen im Weltall ohne störende Einflüsse, wie sie auf der Erde auftreten konnten, ausreichend genaue Ergebnisse liefern. So brachte man den Spezialsatelliten COBE auf eine polare Umlaufbahn in 900 Kilometer Höhe um die Erde. Die Erde und mit ihr der Satellit bewegen sich auf ihrem Weg um die Sonne. Und auch unsere Galaxie zeigt gegenüber dem Hintergrund des Weltalls eine Bewegung. Diese Verschiebungen beeinflussen die Messungen der Hintergrundstrahlung. Weil wir jedoch die dazugehörenden Geschwindigkeiten kennen, kann dieser störende Effekt bei der Messung der kosmischen Reststrahlung leicht korrigiert werden. Da, wo sich die Messgeräte auf die Strahlung zubewegen, ist sie leicht ins Blaue verschoben, bei der Wegbewegung ins Rote. Auf ihrem Weg um die Erde setzen die Instrumente des Satelliten die Messpunkte wie ein Mosaik zusammen. Das sensationelle Ergebnis dieser Messungen im Weltraum ist, dass offenbar die Hintergrundstrahlung leichte Unregelmäßigkeiten aufweist. Ein Beispiel, wie wichtig Weltraumfahrt für die Suche nach der Entstehung unserer Welt sein kann. Nur ein Teil der Strahlung aus dem Weltall, so zum Beispiel das sichtbare Licht, kann durch die Atmosphäre bis zur Erdoberfläche durchdringen. Beim Durchlaufen der Lufthülle werden die Strahlen überdies gestört. Mit Weltraumteleskopen können wir diese Wellen ungestört aufnehmen, die uns über das Geschehen im Universum informieren. Passiert das Licht einer Galaxie im Weltall den Einflussbereich eines schwarzen Loches, so wäre das zu sehen. Das Bild der Galaxie wird stark verzerrt, es verdoppelt sich sogar, weil die Lichtstrahlen von dem schwarzen Loch abgelenkt werden.
Die Gravitation wirkt wie eine Linse. Nach Einstein wird die Gravitation zu einer geometrischen Eigenschaft des Raumes. So krümmt die Masse der Erde den Raum und durch diese Krümmung wird zum Beispiel der Mond auf seiner Bahn gehalten. Mit dieser Vorstellung konnte Einstein unser Bild der Welt erweitern. Das Newton'sche Weltbild war plötzlich nur ein Spezialfall dieser weitergefassten Sicht des Universums. Licht bewegt sich nur durch einen Raum ohne Massen geradlinig. Im Einsteinschen Weltbild ist eine Ablenkung des Lichtes durch die Krümmung des Raumes, hervorgerufen durch die Gravitation, durch den Einfluss einer Masse, zu verstehen. Durch sie wird das Licht abgelenkt. Das Licht von einem fernen Quasar würde ohne Störung die Erde geradlinig erreichen. Aber nach Einstein wird es durch die Gravitation einer Galaxie, wie hier gezeigt, umgelenkt. Bei der unregelmäßigen Form einer Galaxie entstehen vier helle Flecken, Einstein-Kreuz genannt. Ein Beweis für die Richtigkeit von Einsteins Theorie. Das Hubble-Teleskop entdeckte dieses Himmels-X. Einige Wissenschaftler vermuten hier ein schwarzes Loch. So ermöglicht die unbemannte Raumfahrt bahnbrechende Erkenntnisse über den Aufbau unseres Kosmos und gibt die Gelegenheit, die Theorien der Wissenschaftler zu überprüfen. Die unbemannte Raumfahrt ist also ein wichtiger Baustein in unserer wissenschaftlich-technischen Welt. In der Zukunft wird es allerdings immer schwieriger sein, wie und ob man überhaupt noch solche Projekte finanzieren kann. Nun, solche Unternehmungen wie die D2-Mission, deren Nutzen äußerst umstritten ist, von denen weiß man, dass sie wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr fortgeführt werden. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal dann. Guten Abend.